Ihr hört die Geschichte Ezio von Joachim Biedermann. Gelesen von Daniel. Blutrausch Podcast 2023. Jeder andere wäre an dieser Stelle aufs Pflaster gesegelt. Doch Ezio meistert den Sprung von der Dachkante des einen Hauses auf den Balkon des nächsten mit katzenhafter Leichtigkeit. Problemlos vollführt er einen Klimmzug, überquert ein weiteres Dach und arbeitet sich Gebäude um Gebäude vorwärts. Ihn interessiert das Treiben unten in den Gassen nicht. Für ihn zählt nur seine Mission. Borgia finden und dabei selbst unentdeckt bleiben. Was ist denn? Ich gehe in den Pausenmodus und sperre aus dem Fenster. Draußen wirkt alles ruhig. Hoffentlich bleibt das so. Okay, ich sag's lieber gleich. Ich bin Zocker aus Leidenschaft. Damit alle, die das nicht interessiert, hier gleich aussteigen können. Zocken ist das Einzige, von dem ich sicher weiß, dass ich es will. Denn mal ehrlich, mein Real Life ist mehr als bescheiden und besteht aus dürftiger Ausrüstung und einer absolut lahmen Story. Alles wiederholt sich bis zum Erbrechen. Aufstehen, Frühstück, Schule, Essen, Hausaufgaben, wieder essen, schlafen, aufstehen. Merkt ihr was? Die Belohnungen sind sowas von geizig. Vorgestern habe ich von Frau Oppermann 2 Euro fürs Rasenmähen bekommen. 2 Euro? Ezio wird sich deswegen nicht mal bücken. In der Schule mussten wir Erörterung schreiben. Ich habe das Thema Gaming vs. Real Life gewählt und dafür eine Liste aufgestellt, in der sämtliche Features verglichen werden. Hier habe ich ausgedruckt und an die Wand gehängt. Man sieht ganz deutlich, dass Real Life in allen Kategorien schlechter abschneidet, mit Ausnahme der Grafik, die ist wirklich top. Nirgends siehst du auch nur ein Pixel und die Übergänge haken kein bisschen. Aber nur wegen der Grafik die ganzen Nachteile? Gewinnen ist im Real Life so gut wie unmöglich und du kannst nicht einfach raus, wenn es dich nervt. Vielleicht bringt mal jemand eine neue Version auf den Markt, zum Beispiel Real Life 2. Okay, war nur ein Scherz. Meistens zocke ich Warhammer, Uncharted und natürlich mein Lieblingsspiel Assassin's Creed. Bei Daniel auf der PS4 manchmal auch Fortnite, obwohl mir der Hype um das Spiel extrem auf die Eier geht. Ach ja, und dann noch Boom Beach und Grim Defender, meine Handyspiele. Seit Tagen hänge ich bei Assassin's Creed 2 an derselben Stelle, aber morgen kann ich ausschlafen. Wenn mich jetzt niemand stört, bringe ich das Spiel vielleicht zu Ende. Bastian, spielst du schon wieder? Meine Mutter, Mann, kann die nerven. Als hätte sie meine Gedanken belauscht. Unterbricht mich ihre schrille Stimme aus dem Nebenraum. Wettend gleich kommt. Hast du deine Schulaufgaben gemacht? Na also. Ich bin auch kein Kind mehr. Und ob sie es glaubt oder nicht, die Schule habe ich im Griff. Locker. Daniel sagt immer, wer schlechte Noten hat, kapiert einfach das System nicht. Schule ist auch nur ein Game, Alter, sagt er. Und keins der anspruchsvollsten. Sammle einfach so viele Punkte, wie du für den nächsthöheren Level brauchst. Das ist alles. Bastian, warum kriege ich keine Antwort? Klar habe ich sie gemacht. Mama stresst sogar, wenn sie nicht im Zimmer ist. Ich nenne das Fernnerven. Schon komisch, denn eigentlich interessiert sie sich nicht für mich. Ich glaube, sie hat niemals nachgefragt, welches Game ich spiele. Aus dem Wohnzimmer quillt dumpfes Prollgeschrei herüber. Und das ist Problem Nummer 2. Wobei es natürlich Nummer 1 wäre, müsste ich die Probleme der Bedeutung nach anordnen. Er heißt Udo und ist glücklicherweise nicht mein Erzeuger. Ich muss ihn aber trotzdem Vater nennen. Normalerweise regelt sich das mit Mamas Lovern nach kurzer Zeit von selbst. Aber ausgerechnet dieser Arsch bleibt anscheinend bei ihr hängen. Dönert den ganzen Tag auf dem Sofa rum,
zieht sich Hartz TV rein und schimpft auf die Regierung. Nur wegen ihm kriege ich nie Besuch von Freunden. Nicht etwa, weil ich Hashtag spielsüchtig wäre. Ach, und alle paar Wochen eine Dusche könnte auch nicht schaden. Ich glaube, für ihn bin ich der totale Versager. Wenigstens schlägt er mich nicht. Und das, obwohl er die Hälfte der Zeit im Rage-Mode verbringt. Nichts ist wahr. Also wieder zurück zur PlayStation. Sobald das Ubisoft-Logo auftaucht und ich Ezios unverwechselbare Gestalt in Aktion sehe, fühle ich mich zu Hause. Ezio ist der Held in Assassin's Creed 2. Die Kapuze seines Umhangs gibt sein Gesicht immer nur für Momente frei, während er durch die Gassen des mittelalterlichen Venedig huscht, als würde ihn eine unsichtbare Strömung mit sich tragen. Seine Gegner sehen das Markenzeichen des Assassinen, den versteckten Dolch, meistens erst, wenn es zu spät ist. Ich habe jedoch inzwischen ein Gefühl für die Waffe entwickelt, glaube, sie im Inneren des Controllers zu spüren. Ezio führt seine Mission aus. Und darum beneide ich ihn. Im Moment beherrscht der bevorstehende Kampf gegen Rodrigo Boccia und seine Schergen Ezios Verstand. Er wird auf dem Dach des nächsten Gebäudes stattfinden, das terrassenartig gestaltet und von hüfthohen Begrenzungsmauern eingerahmt ist. Das Adlerauge, ein Special Feature, warnt uns vor der drohenden Gefahr. Die zahlreichen Gegner halten beinahe jeden Winkel besetzt. Jeder von ihnen trägt mindestens ein Schwert. An dieser Stelle darf nicht das Geringste schiefgehen. Sonst sind wir tot. Noch bevor unser zweites Bein das Schlachtfeld betreten hat. Mit jedem gescheiterten Versuch wächst die Angst beim Anschleichen. Ezio bewegt sich wie immer in leicht gebeugter Haltung. Wird dabei schneller und schneller. Noch 3 Meter, noch 2, die Dolchklinge gezückt und schließlich der entscheidende Sprung über die Begrenzungsmauer. Beinahe vergesse ich zu atmen. Geschafft! Auf dem Dach des palastähnlichen Gebäudes beginnt der Kampf. Blitzschnell scannt Ezio seine Widersacher, checkt die eigenen Optionen und mögliche Schwachstellen der Gegner. Ausgerechnet jetzt geht draußen das Geschrei los und erreicht mich durch den Spalt meines gekippten Fensters. So ein Müll. Meine Konzentration ist weg. Problem Nummer 3, die Nachbarn. Hatte ich schon beinahe vergessen. Bis zu der Sache mit der Katze waren sie für mich nicht mehr als eine Sidequest, diffuser Hintergrundlärm. Manchmal obszöne Wortfetzen oder eine Kippe, die durch die Dunkelheit segelt wie ein lahmes Leuchtspurgeschoss. Die Dachlandschaft vor meinem Fenster ist mit dem Schauplatz aus Assassin's Creed 2 nicht vergleichbar. Unser Wohnsilo sieht aus wie nebeneinander gestellte Treppen, die im Nichts enden. Wir bewohnen die zweitoberste Treppenstufe, so, dass wir auf das Dach der tiefer gelegenen Stufe sehen können. Habt ihr jemals Minecraft gespielt? Ein bisschen wie Bed Wars, nur nicht ganz so krass. Keine Ahnung, ob die Katze einen Besitzer hat oder jemals vom Dach runterkommt. Jedenfalls habe ich sie nie unten auf der Straße gesehen. Vermutlich ist das Dach einfach ihr persönlicher Dungeon. Ihr graues Fell ist von einer wirren Zeichnung aus schwarzen Streifen durchzogen. Manchmal steht sie vor meinem Fenster, meist, wenn Mama nicht da ist und ich vor der PlayStation esse. Sie reckt ihren Kopf nach oben und schnuppert. Das sieht aus, als würde ihre Nase eine geheime Botschaft auf ein unsichtbares Stück Papier zeichnen. Leider lässt sie sich nicht streicheln. Knapp mannshohe Betonklötze stehen über das Dach verteilt, in denen Luftschächte oder anderes technisches Zeug untergebracht sind. Irgendwann im letzten Herbst brüllten sie rum wie eine Horde Psychos, und zwar auf der anderen Seite des Luftschachts, der mir die direkte Sicht auf die Fenster der Nachbarn versperrt. Wirklich derbe Flüche konnte ich raushören, und dass es um die Katze geht. Steine schwirrten durch die Gegend, wie von einer Schleuder geschossen. Die Katze war verschwunden, als ich rausschaute, aber sie musste sie erwischt haben, denn seit diesem Tag kann sie ihr linkes Hinterbein nicht mehr richtig gebrauchen. Ich fühlte mich alleine und weinte, wegen der Katze und meiner eigenen Ohnmacht.
hätte ich bloß den alten Spielstand wieder laden können. Noch so ein Nachteil, für den ich das Real Life hasse. Ich überlegte, was Ezio getan hätte. Mir fiel aber nur eine seiner Assassinenweisheiten ein. Handle, jedoch warte auf den richtigen Moment. Ich handelte nicht, redete mit niemandem, nichts ist wahr. Hinsetzen, konzentrieren, Spiel neu laden und weiter. Ich versuche wieder eins mit Ezio zu werden, doch anfangs bleibt unsere Verbindung fragil. Borgia und seine Männer kreisen uns ein. Ezio sucht nach einem Weg, unsere Ausgangsposition für den Kampf zu verbessern. Wir sitzen in der Falle. Warum muss ich ausgerechnet jetzt an den Jungen denken? Ich drücke die Pausentaste und reibe meine Augen. Auch ohne Ezios Adlerauge weiß ich, dass hinter dem Luftschacht etwas nicht in Ordnung ist. In meinem Kopf dröhnt das Credo der Assassinen. Nichts ist wahr. Und wenn es stimmt, was der Junge erzählt hat, ist dann alles erlaubt? Ohne Scheiß? Manche Dinge würde man lieber nie erfahren. Oder sofort wieder vergessen, was ich seit fast 2 Wochen erfolglos versuche. Normalerweise ist es abends still auf dem Dach. Nur die Lüftungsschächte dröhnen leise. Selbst die Tauben gurren um diese Zeit nicht mehr. Deshalb hing ich sofort am Fenster, als ich draußen jemanden rumlaufen hörte. Konnte aber nur den Bereich sehen, den der Lichtkegel meiner Schreibtischlampe erhellte. Also schnappte ich mein Handy, aktivierte die Taschenlampenfunktion und kletterte durch das Fenster in die grobpixelige Dunkelheit. Es gibt also doch Grafikmängel im Real Life. Ein Geruch nach gekochtem Gemüse wehte von irgendwoher. Und ich glaubte Stimmen zu hören, vielleicht aus dem Luftschacht, auf den ich mich nun zubewegte. Der Kies, mit dem das Dach bedeckt ist, knirschte unter meinen Füßen. Wer immer dort auch sein mochte, würde mich also hören. Und das Gefühl, dort oben nicht alleine zu sein, wuchs mit jedem Schritt. Ich wünschte mir Ezios Schleichkünste oder sein Adlerauge, am besten beides. Als erstes sah ich seinen Schlafanzug. Denn er war aus hellem Stoff und hing an ihm dran wie eine müde Flagge. Der Junge stützte sich mit einer Hand an den Luftschacht und riss seine Augen auf. Als wäre ich Satan persönlich. Sein rechter Fuß schob hastig Kieselsteine auf irgendwas, das ich nicht sehen konnte. Was denn da? Es sah aus, als würde er gleich losheulen. Du verrätst mich nicht, ja? Seine Stimme war so dünn wie er selbst und zitterte die Worte eins nach dem anderen raus. Kannst dich drauf verlassen. Ich hab's einfach nicht mehr ausgehalten. Ich kapierte nicht gleich, aber dann erklärte er mir, dass er Zimmerarrest hätte und sich aus Angst vor seinem Vater nicht aufs Klo traue. Bevor du das nächste Mal aufs Dach kackst, kommst du zu mir rüber, klar? Ich musste ihm nochmal versprechen, ihn nicht zu verpetzen, bevor ihn die Nacht wieder wegschluckte. Nichts ist wahr. Alles ist wahr. Was ist erlaubt? Ich kramte im Inventar meiner Erinnerungen, checkte meine Möglichkeiten, suchte nach meinem Auftrag, etwas in der Art wie bei Ezio. Belausche die Wachen oder finde Borgia, dachte an meine Mutter, wie sie mich angesehen hatte, wann immer ich mich hilfesuchend an sie gewandt hatte. Es war jedes Mal dasselbe, als wäre sie teilweise aus Glas, nicht vollständig anwesend oder so. Unser Mathelehrer, Herr Meier, fiel mir ein. Was genau ist erlaubt, Herr Meier? Er sah mich stirnrunzelnd an und fuhr fort in seinem Versuch, mir Vektoren zu erklären. Die Schreie von drüben sind nicht mehr zu überhören. Ezio, hilf mir, bitte. Weiter, wir müssen weiter. Es ist schon spät und irgendwann werde ich ins Bett müssen. Ein weiteres Mal verbinde ich mich mit Ezio und wir kämpfen synchron. Er mit Schwert und Dolch, ich am Controller. Der Lärm des Kampfes und die Schreie von draußen vermischen sich in meinem Kopf. Ezio kennt nur seine Mission, Schwert gegen Schwert.
Klingen bohren sich durch Gewänder und ein Gegner nach dem anderen sinkt zu Boden. Beinahe bringen wir Borcher zur Strecke, doch er entkommt. Dass ihm die Flucht gelingt, ist wohl Teil der Story. Wichtig ist nur, dass ich, Ezio, in den Bund der Assassinen aufgenommen werde. Wo andere blindlings der Wahrheit folgen, bedenke, nichts ist wahr. Wo andere begrenzt sind von Moral und Gesetz, bedenke, alles ist erlaubt. Eine Frauenstimme schreit jetzt eindeutig um Hilfe. Kein Zweifel, auch die Stimme des Jungen ist Bestandteil des Lärms von der anderen Seite des Daches. Es gibt viele Gründe zu schreien. Angst, Schmerzen, Entsetzen. Ich habe sie alle gehört, aber nichts ist wahr. Nichts ist wahr. Nichts ist wahr. Nun bin ich Ezio und weiß, was zu tun ist. Ich tippe die Nummer des Notrufs auf meinem Handy und warte, bis sich die Stimme auf der anderen Seite meldet.